Servus ihr Lieben, da ist wieder Cheaterin. So, ich war soweit. Für neue Klamotten. Soll ja nicht gleich jeder merken, dass man Mama ist. Also ab in Shoppinggetümmel mit der Kleinen. Und damit es auch wenigstens 15 Minuten gut funktioniert, habe ich ihr für danach Schokoeis versprochen. Ich wurde fündig. Kurze Hosen, knielange Röcke, ärmellose Tops und Bikinis. Und in dieser euphorischen Haltung bin ich dann in die Umkleidekabine. Und dann begann das Grauen in dieser 1 Quadratmeter Hölle. Die Kleine hat eine gewisse Wesensveränderung in meinem Gesicht verspürt mit den Worten: Mama, bist du sauer? Ja, auf das Kabinenlicht. Leid, wir können ins Weltall skypen. Wir haben Schafe geklont, die Autos können ohne Autofahrer fahren und auf der Zugspitze gibt's WLAN. Aber ein gescheites Kabinenlicht schaffen es nicht. Nicht eins, weil man gleich das Gefühl hat, dass der liebe Gott am Tag meiner Entstehung einen verdammt schlechten Tag hatte. Die schwarzen Augenringe sind perfekt für den nächsten Stephen King Horror und meine Döllen auf dem Oberschenkel können durchaus einem 27-Loch-Golfplatz Konkurrenz machen. Das bisserl gelbe Licht von oben lässt meinen Körper erbleichen. Anstattdessen will ich, dass es rote Rosen über mich regnet und dass eine 100-Turbo-Windmaschine meinen wintergeplagten Körper erstrahlen lässt. Anstattdessen schwitze ich und meine Kleine gibt mir nur den Rest. Sie sagt: Mama, nicht schön. Ja, sie seien ehrlich, bloß zum falschen Zeitpunkt. Also, ich habe nichts mehr probiert, ich habe alles gekauft und dann sind wir ab in die Eisdiele. Und ich habe 4 Schoko-Eiskugeln gegessen. Antenne Bayern.